Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus Simulator 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir sind hier immer noch hier bei den Beinarbeit-Missionen, die wir jetzt beim letzten Mal freigeschaltet haben. Und wir kümmern uns heute um folgende Linie. Und zwar um die. Müsste glaube ich die Fußbauernlinie sein. Sprich, oder? Ist es Fußpromenade? Ne, ist es nicht. Das ist die Waldroute. Jetzt nennen wir diese Route auch Westfield Wald. Das ist die 40. Oh Gott. Westfield Wald. Genau. Westfield Wald. Dann würde ich sagen, nutzen wir einfach mal diese. Wir müssen die ja insgesamt auf Level 6, glaube ich, bringen. Ne? Das ist ja schon mal gut, dass wir auch bei Steininger Grange halten. Wir müssen eine Rundfahrt machen. Das ist natürlich auch super. Das ist klar. Das ist ganz okay. Das sind insgesamt exakt 6 Haltestellen. Genau, wunderbar. Dann haben wir jetzt hier die Strecke. Dann können wir das speichern. Gut gemacht. Einige Sehenswürdigkeiten haben bereits merklich höhere Besucherzahlen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Erfolg wiederholen können. In Seaside Valley gibt es einige hübsche Orte zum Spazierengehen. Aber die Flusspromenade und den Wald im Süden von Westfield sind die beliebtesten. Sowohl bei den Anwohnern als auch bei den Touristen. Also, bitte erstelle 2 Routen entlang dieser Wege, damit die Leute einfach zu- und aussteigen können. Erstelle zusätzlich eine Route, die diese Wege mit dem Lido verbindet. Nach einem langen Spaziergang würden die Leute sicher gerne am Wasser entspannen. Genau, das ist unsere Aufgabe. Ja. Schön, dass es jetzt nochmal gesagt wird, jetzt wo ich es eigentlich nicht mehr haben wollte. Ja, wir fahren halt die Strecke jetzt, also wir müssen jetzt die Strecke halt im Rundfahrtmodus fahren, die Westfield Waldstrecke. Und ja, danach halt Geld generieren, beziehungsweise wir müssen wieder 5 Asse drauf haben und wir werden einfach ein paar Asse verschieben von den anderen Strecken, wo halt Platz ist. Also von Sightseeing Land und Sightseeing Stadt und wo halt auch immer hier ein bisschen das entlastet werden kann. Nehmen wir halt die Asse auf diese Strecke und halt dann auf die anderen. Wir müssen zwar eher dann nochmal nachfahren, um halt mehrere Asse zu bekommen, aber kriegen wir schon hin. Wobei, streng genommen eigentlich nicht. Wir können einfach halt Leute hier von den alten, von den ersten Routen noch wegnehmen und dann einfach irgendwelche Anfänger oder sowas hinstellen. Wie gesagt, wir fahren einfach Strecke und im Rundfahrmodus, ich würde sagen, wir nehmen einfach auch einen. Ich würde sagen, wir nehmen mal wieder einen Mercedes, den Mercedes Citaro G. Einfach, damit wir wieder einen Gelenkbus haben, das Ganze in Rundfahrt. Und dann legen wir mal los. Und es regnet, es ist wunderbar, das heißt, ich muss, oh Gott, ich weiß, ich muss wieder achten auf rennende Leute. Was ich vergessen habe zu erwähnen, Streamlabs OBS hat ein Update. Das heißt, wenn es jetzt irgendwelche komischen Veränderungen sind, sei es das Bild irgendwie anders ist als sonst oder whatever oder der Ton oder weiß der Geier was, dann liegt das daran und das Spiel ist abgeschmiert. Das ist ja hervorragend. Das habe ich ja Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Ja, jetzt seht ihr das hier, was hier steht, also was ich jetzt hier gerade habe, aber es ist nicht das Game. Senden wir einfach und starten das nochmal neu. Diesmal dann doch nicht im Regen. Habe ich auch gar kein Problem mit. Okay.
Okay, wir haben uns nämlich schon mal hinsetzen können, das ist schon mal gut. Sind schon mal weiter als vorher. Dann schließen wir mal die Türen, machen den Motor an, das Licht für uns aus, für die Fahrgäste an, gehen in den Vorwärtsgang. Oh, wir starten sogar hier. Das ist doch ein bisschen richtig. Okay, also, ja gut, das. Ich habe gehofft, dass wir hier beim Zopf starten, einfach hier rausfahren können. Easy. Jetzt müssen wir hier so fahren. Ist ein bisschen. Naja, ist halt wie es ist. So, dann noch den Tempomat. Ein und ich glaube, ich habe gerade den Motor ausgemacht. Den wollen wir mal rausfahren zum Kreisverkehr. In der Hoffnung, dass jetzt nicht noch mal irgendwas abschmiert. Ich sage jetzt alles ein bisschen blöd. Warum auch immer das abgestürzt ist. Das war gerade echt ein bisschen merkwürdig. Okay, was die CPU-Auslastung betrifft, das ist noch ähnlich hoch wie vor dem Update. Also wo dazu bis nichts gemacht. Ich habe selber noch nicht geguckt, was die Veränderungen sind, weil sie. Von Streamlabs OBS. Könnte ich dann irgendwann nochmal nachschauen, weil ich dann dafür die Zeit da finde. Aber erstmal war jetzt hier wichtig, anzufangen aufzunehmen. Aber es ist ja schön, dass der Tempomat wieder. Achso, okay, der Tempomat war an, aber wir waren zu schnell. Habe ich jetzt nicht mehr wirklich darauf geachtet, wie schnell wir unterwegs waren und wie schwer wir durften, belastenderweise. Wahrscheinlich waren wir dann ein bisschen doch so unterwegs. Ich weiß gar nicht, war das das erste Mal, dass ich geblitzt wurde? Könnte durchaus sein. Ich glaube, wir haben. Können wir gleich gucken, wenn wir beim Peaceful Grange sind, wie viele Bushaltestellen wir haben, die. Noch nicht auf Level. Gott, oh Gott, oh Gott. Die noch nicht auf Level 5 sind. Level 6, glaube ich, war das, genau. Steinegger Grange und Steineck Ost können wir jetzt leveln auf Level 6. Weil, brauchen wir nicht gucken, wir gehen ja eh noch einmal durch. Eine Fahrkarte, bitte. Ein Studententicket. Bloß danke. Nicht zu viel rausgeben, bitteschön. Hier, bitte. Schön. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Ja, und schon haben wir da fast das Geld wieder drin für den Blitzer. Nicht, dass das wichtig wäre, aber wir hätten es prinzipiell wieder zusammen. Müssen wir weiter zur Wanderstiefel. So, Wanderschiefestraße, genau. Ah, ist schon schön, dass wir jetzt endlich hier wieder neue Möglichkeiten haben, was zu starten. Ich denke mal, ich werde es wirklich so machen, dass ich die Anfänger, die wir bekommen, oder die Nicht-Asse, dass ich die dann auf die alten Strecken packe und die bereits hochgelevelten Angestellten, dass ich ihn einfach auf die neuen Routen packe, weil 15 Leute brauchen wir, das ist einfach so viel. Und wir wollen ja natürlich auch nicht irgendwie da wieder. Ja, ich bin so langsam reingefahren, wie es nur ging. Wir wollen nur welche aussteigen. In Perfektion. Um genau zu sagen. Alle, glaube ich. Dann machen wir mal weiter.
So, Steininger Grange. Nächster Halt, Gutshof Reichegger. Oder halt zum Gutshof. Schon, da war ja was, das wurde ja nicht richtig. Steht ja was anderes, als gesagt wird. Aber ey, mit dem Unreal Engine 4 Crash, das habe ich glaube ich das letzte Mal gehabt vor 60 Folgen oder so mindestens. Wenn nicht sogar vor 70 Folgen. Auch vor 70 Videos. Schon Ewigkeiten her. Also könnt es doch pünktlich schaffen. Ich weiß gar nicht, hält die Linie 16 auch dort? Nee. Gutshof Reichegger. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt eine Linie? Okay, was ist denn überhaupt eine Linie? Wo wir wirklich hier halten? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich. Ein Studententagesticket. Danke. Schön. Der hat sich hingesetzt. Was? Ach so. Hier. Im Grunde genommen alle bis auf die Dame. Perfekt. Dann können wir weiter. Ach, das hat er gemeint. Nächster Halt, Steineck, Kirche. Der Steineck Kirche überlastet, das ist klar, da wir natürlich schon 5 Fahrer dort haben, aufgrund der Sightseeing-Landroute. Aber wie gesagt, das sind halt auch wieder so Sachen, die wir halt wieder ändern. Zum wir Glück müssen ist bald ja nicht Sonntag. Durchgehend drauf behalten, von daher passt das ja. Das heißt, wir können das ganz simpel ändern. Wobei, wir haben sogar noch andere Leute, die dort halten, fällt mir gerade auf. Ich stehe gerade echt 2 Busse. Oh Gott. Stau an den Haltestellen, der Wahnsinn. Wir warten einfach mal. War das ein Geist? Das nenne ich die perfekte Parkposition. Ja. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Natürlich doch. Da ist wieder, du willst hier einsteigen, laufen wir erstmal da hinten hin. Aber eigentlich haben wir keine Zeit hier mittlerweile mehr dafür. Oh, tut mir leid. Ich muss sie verloren haben. Da wir so viel Zeit verloren haben, weil jetzt hier so viele Leute von uns auch noch hier dabei waren und dann auch reingefahren, hier auf der Linie fahren und die Bushaltestellen blockiert haben. 2 Studententickets. Danke. Bitte schön. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Nächster Halt, Steineck, West. Müssen wir uns langsam echt sputen, wobei das mittlerweile, der Zug ist mittlerweile abgefahren, beziehungsweise in diesem Fall der Bus ist mittlerweile abgefahren, dass wir rechtzeitig einmal da sind. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. So, dann überholen wir den Bulli mal wieder zurück, weil der ja nicht einschert. Bin mal gespannt, ob die KI auch, was das Fahren betrifft, sich im neuen Teil verändert. Ich weiß jetzt, es wurde halt bisher, glaube ich, hauptsächlich angesprochen, dass sich die
dass sich die KI verändert von den Personen. Ich hoffe, die biegen gleich links ab, dass wir mal endlich hier weiterkommen. Tschüss. Tschüss. Wir können die Funkenfähre mittlerweile auch ignorieren. Lass mal einfach alle einsteigen. Wenn jemand... Wenn jemand kein Ticket hat, dann hat er halt kein Ticket. Die biegen auch ab, das ist sehr schön. Können wir gleich zumindest eventuell ein bisschen Zeit wieder gut machen. Auf dem Rückweg. Erstmal den Angestellten Hallo gesagt. Nächster Halt, Steineck, Ost. Ich brauche eine Fahrkarte. Ein Studententicket. Danke. Sehr schön. Ein Senioren-Tagesticket. Danke. Schön. Nächster Halt, Steineck, West. 1:46 mit Halt vor den Schranken, um wieder zu Steineck West zu fahren. Könnte eine enge Kiste werden, also ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich denke mal, wir werden weiterhin hinter der Zeit hinterher fahren. Aber das ist ja auch kein Problem. Wie gesagt, es ist ja relativ irrelevant geworden, die Zeit. Beziehungsweise die Punkte sind ja relativ irrelevant geworden. Wir sind ja bald auf dem Level 25. Es sei das Einzige, wo es halt für relevant sein könnte mit dem Leveln der Bushaltestellen. Aber ich glaube... Nagel mich nicht darauf fest, ich weiß es nicht, aber... Und einer von links, ja. Aber ich glaube, dass das Level der Bushaltestellen durch die Passagiere ist und nicht durch irgendwelche gute Haltepositionen oder sowas in der Richtung. Dann wollen wir mal. Wir sind auch wieder zu spät in Steineck West. Aber gut, es ist halt wie es ist, ne? Wir geben unser Bestes und wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Dann klappt es halt vielleicht nicht. Da können wir dann auch nicht mehr ändern, als so gut es geht, der Zeit hinterher zu fahren. Innerhalb der richtigen Geschwindigkeit. Den bremsen wir auch hier wieder schön ab. Wir machen hier eben eine Runde im Agrarindustriegebiet. Ich glaube doch schon. Ich dachte gerade, fährt, weil der Sound lauter wurde. Aber dem war nicht so. Aber ich hatte vielleicht kurze Zeit einen kleinen Schockmoment gehabt. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Danke fürs Vorlassen. Papa. Lass mal den Zebrastreifen frei, was wir rüberkommen können. Vielleicht
Vielleicht will er ja jetzt hier rüber oder nicht. Wer weiß das schon? Scheinbar nicht. Dann können wir ja den Weg wieder frei machen. Haben wir schließlich die Kreuzung zugeparkt, weil uns kein Sau wieder rausgelassen hat. Mein Akku ist schon wieder leer. So, weil er hätte. Puh. Knapp, knapp, knapp. Ja, was war das Agrarzentrum? Das war die Agrar, das Agrarindustriegebiet, wie ich es ja genannt habe. Ja, ich würde sagen, die Verspätung haben wir so noch ausgebaut. Aufgrund der zwei Züge, die da gefahren sind. Aber gut, ist halt wie es ist, kann man nicht ändern. Jetzt kommen wir auch über den Bahnübergang rüber, ohne dass wir nochmal warten müssen. Aber wir haben wieder hier einen Kollegen. Ah ne, Moment, wir fahren ja noch eine weiter, nevermind. Zumindest einen Kollegen weniger jetzt doch. Aber wahrscheinlich stehen wir gleich wieder im Stau an den nächsten Haltestellen. Oh, freie Bahn, I like it. 3 Minuten Verspätung, uiuiui. Will ich mit einsteigen mehr? Nö. Kann ich auch nachvollziehen, wir haben mal so Ewigkeiten gebraucht. Ja, dann fahren wir zur Steiner Kirche und fahren dann mal zu Peace Kogel Grange und dann werden wir wahrscheinlich dann zur Busgarage am Zopf fahren. Aufgrund der Rundfahrt ist es doch angemessener, dort dann das Ganze zu enden. Beziehungsweise enden zu lassen. Der können wir darauf jetzt auch hinauslaufen. Dann können wir auch schon den ersten Assfahrer und den ersten Bus dorthin verschieben, um andere Dinge zu entlasten. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Aber natürlich doch. 2 Wochen-Tickets. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Und eine Tagesfahrkarte. Dankeschön. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. 2 Einzeltickets. Und weiter geht die wilde Fahrt zurück zur Peace Coral Grange. Entschuldigung, können Sie mich auslassen? Ich möchte auch immer aussteigen. Und bin mal gespannt, ob wir die noch auf Level 6 bekommen, die Bushaltestellen. Ansonsten sind wir zumindest, wenn wir nicht genügend Asse haben, um sie zu verteilen, ja, dann auch noch gezwungen, erstmal hier dann nochmal weiterzufahren. Um die Bushaltestelle, die halt noch fehlen, noch auf Level 6 zu leveln. Ja, schön, dass wir den einen Bus überholt haben. Das heißt, er hängt jetzt hinter uns hinterher und nicht wir sind diejenigen, die warten müssen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Das war verkehrt. Ein Einzelticket. Danke. War das alles? Waren alle wunderbar. Dann geht's weiter zur vorletzten Haltestelle. Wanderstiefelstraße.
Und nach der Wanderstiefelstraße sind wir dann bei der Peace Coral Grange und fahren danach höchstwahrscheinlich halt zum Zopp, zu der Busgarage dort. Alles andere würde, glaube ich, halt wenig Sinn ergeben, weil es halt zu weit weg ist. Oder wir halt nochmal drehen müssten. Wobei ich könnte mir auch vorstellen, dass das Spiel sagt, hey, nimm den Kreisel, Kreisverkehr und fahr zurück. Aber werden wir dann gleich sehen. Nächster Halt, Westfield. Wanderstiefel. Boah, wir brauchen schon Punkte fürs Blinken. Schneller, ich habe einen Termin. Ist alles Kosmetik, ist alles irrelevant. Tschüss. Gesundheit oder so. Ich brauche mehrere Fahrkarten. 2-Tages-Tickets. Danke. Bitteschön. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Nochmal 2-Tages-Tickets. Danke. Bitteschön. Ich brauche eine Fahrkarte. Ups, 1-Tages-Ticket. Und dann geht's weiter im Text. Zur letzten, zur Endhaltestelle. Nächster Halt, Peace Coral Grange. Endstation. Bitte alle aussteigen. So sieht's nämlich aus. Wir müssen alle aussteigen. Die Fahrt, die endet hier. Schlaglöcher ist mittlerweile weißt auch gestern komplett auf dem irrelevant geworden. Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Erwischt. Nächster Halt, Peace Coral Grange. Endstation. Bitte alle aussteigen. Das wurde schon wieder erwischt. Belastend. Weil es halt den Berg runtergeht und mein Schneller ist als 70. Egal. Wie gesagt, das Geld ist ja auch für uns komplett irrelevant. Wir sind ja bei knapp 23 Millionen, glaube ich. 22,5 oder so. Ach komm, wir fahren halt wieder denselben Weg zurück. Du wirst durch den Kreisverkehr einmal durch. Ist ja egal, wo wir hinfahren, ne? Dann verfolgen einfach mal dem Navi. Ursprungsnavi. Können wir zumindest auch durchbrettern mit 70, bis wir zumindest in der Stadt kommen. Den Müll nehmen wir gleich wieder mit, wenn wir in der Garage sind, damit wir ihn direkt wegwerfen können. Vielleicht können wir es dann auch im neuen Teil, im Busimulator 21, mit dem Müll wegwerfen, auch besser Roleplayen, so gesehen. Einfach aufgrund der freien Spielfunktion. Wenn dem so ist, dann würdet ihr das zumindest so weit es geht machen. Einfach um dann nochmal so ein bisschen quasi die Kirsche auf der Sahne nochmal oben drauf zu packen. Es könnte. War die falsche Taste. Noch ein Wert, ob wir reinpassen oder nicht. Aufgrund des Gelenks. Aber das scheint zu passen. Machen wir die Tür auf, Motor aus, schnappen uns den Müll. Haben wir noch mehr Müll? Nope. Und dann packen wir den
Gut, wir haben ja auch keinen Mülleimer so wirklich, aber wir nehmen einfach mit und schmeißen in den nächsten Mülleimer, den wir finden. Sehr schön, wir haben es auf Level 6 gepackt, die Steinegger Grange und Steineck Ost. Ja, okay, wir sind bei 23,5 Millionen. Das kennen wir schon. Was haben wir denn für einen Angestellten hier? Ein Profi, okay, das ist in Ordnung. Dann müssen wir... Was haben wir jetzt gemacht? Da brauchen wir jetzt hier 5 Asse. So, wir nehmen einfach mal 4 Busse davon weg. Noch 4 Asse. Weisen sie dann hier zu. Das war ja sehr klug. Haben wir schon mal 4 dort. Nehmen wir mal einen Fahrer hiervon weg. Und einen Ass und einen Bus. Und dann haben wir das zumindest schon mal auch insofern abgeschlossen, dass wir die schon fertig haben. Heißt, wir müssen jetzt nur noch diese hier erstellen. Das ist mittlerweile auch überlastet, das ist natürlich klar. Heißt, wir erstellen dann im nächsten Video von Busnummer 18 folgende Strecke, quasi die Flusspromenadenstrecke. Haben wir da eine Strecke, die eine Bushaltestelle, die noch nicht Level 6 ist? Okay, die Römerstraße werden wir dann auch noch leveln auf Level, ne? Ihr wisst schon, und dann auf Level 6 und dann sollten wir, glaube ich, alle haben. Denn hier, das sind alle schon auf Level 6. Also die wird ja auf Level 6 dann sein und die anderen sind schon auf Level 6. Das heißt, es fehlt nur noch die Römerstraße, die noch gelevelt werden muss. Dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Im nächsten Video werden wir dann diese Strecke erstellen und auch fahren. Und in den darauffolgenden Video werden wir diese Strecke erstellen, die das Ganze dann verbindet. Und die auch fahren. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Bus-Simulator 18 Video wieder.